Moin Leute, es ist Rüsch hier. Wir spielen ein Solo-Ranked. Caitlyn ADC. Wanna see a Hattrick? Ja, ich muss kurz gucken. Wartet. So, okay, ich nehme auf. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich sogar gesehen. Das muss ich nochmal umstellen. Da habe ich ein bisschen was umgestellt. Naja, ist aber nicht so schlimm. Ja. Caitlyn ADC. Hier seht ihr jetzt nochmal ganz kurz meinen Aufnahmeteil. Ich stelle kurz was um. So. Jetzt seht ihr nicht mehr den Desktop. Jetzt könnt ihr nur noch das hier sehen. Ja. Wir haben eine Niederlimite. Okay, der Lee Sin startet in Blue. Finde ich gut. Ah, scheiße, ich habe noch keine Traps gelegt. Mit Caitlyn immer mit den Traps starten für Vision. Oh, da ist der Ezreal. Alter. Ironie des Schicksals. I don't want to be invaded. Und schon kriegen die den Invade. Hot on the train. Soll er jetzt weggehen? Ich muss hier auf die Lane. Einfach nur weg. Ja. Wir haben einen, also ich als Caitlyn ADC, einen Morgana Support. Einen spanisch sprechenden Lee Sin. Scheiße. Einen Q-kassierenden, eine Q-kassierende LeBlanc. Alter. Alter, ernsthaft? Morgana sollte jetzt mal kommen. Die Gegner haben einen Rengar-Support. Nicht so das Wahre. Eine Irelia, die Irelia Deceit. Ist auch ganz toll. Das Gold nehme ich mir. Schön, die ist wieder da. Ja, Niederlimite, Irelia Top, bisschen Jungle. Habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt, glaube ich. Die Gegner haben Syndra Mitte, Rengar Support, Ezreal ADC, eine Vi im Jungle und einen Teemo auf der Top Lane. Shit. Ich farm gerade richtig scheiße. Naja. Ezreal und Rengar. Botlane. Mal sehen, wie das wird. Ja, da. Dann hat der Ezreal ein bisschen Damage kassiert. Shit, Alter. Die Sinnesh fängt schon an zu flamen. Das ist, fängt ja schon mal wieder super an. Naja, das hat noch nicht viel zu sagen. Der Ezreal wird dauernd gebindet. So. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen gekrüppelt, aber macht nichts. So, ich wollte ein paar Sachen sagen. Einmal. Jetzt am Wochenende kamen keine Videos. Das lag erstens daran, dass ich einen Hyping hatte und immer wieder Disconnects und auch am Sonntag generell keine Zeit hatte. Dann noch was aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen, gestern, überhaupt, vielleicht ging gestern der Hyping auch schon wieder, ich weiß es nicht, ich habe gestern nicht gezockt. In jedem Fall, ja, das nehme ich am Montag an. Ich habe zwar geschrieben, dass ich immer noch den Hyping habe, der ist aber jetzt nach, ich habe jetzt ein paar Games gespielt mit dem Hyping noch, aber mittlerweile ist der besser geworden, nach 2-3 Neustarts.
Aber ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, heute was hochzuladen, deswegen kommt das Video auch erst am Dienstag. Ja. Das heißt, Dienstag gibt's, also morgen gibt's wieder zwei vernünftige Videos. Da habe ich dann auch, dadurch, dass es da immer noch frei ist, habe ich noch ganz ordentlich. So, also morgen. Die Morgana spielt ganz gut, die trifft ständig alle Bindings. Ja. Was wollte ich noch sagen? Genau. Ich werde generell jetzt aber zusätzlich dadurch, dass es keine Videos am Wochenende, es lag zwar jetzt nicht daran, an diesem Grund, den ich jetzt sagen werde, aber das werde ich jetzt künftig so machen, dass ich am Wochenende nichts hochladen werde, sondern dass ich am Wochenende, ich versuche da zu streamen. 4 Stunden lang, ich weiß nicht genau, um welche Uhrzeit oder so. Ja, da werde ich streamen und weiß nicht, wird wahrscheinlich sowieso keiner zugucken, außer hier vielleicht. Vielleicht hat der Troublemaker da Zeit oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Morgana macht bisher einen sehr schönen Job. Ich habe 40 Farm, Astrid hat 16. Okay, das ist sehr schön. Sollte vielleicht nicht ganz so sehr pushen. Ein bisschen mehr freezen. Aber zu man jetzt auf den Gym geben. Ja, Caitlyn finde ich total. Ist einer der meist gespielten Champs von mir in den Ranks. Weil ich diesen Champ einfach nur klasse finde wegen dieser mega Auto-Attack-Range. Jetzt ist gerade meine Tür zugeknallt wegen Durchzug. Der Astrid ist nicht so ganz schlau, dass er mal wieder seine W macht. Das ist nicht so das Beste. Scheiß auf Freezen. Kein Bock zu Freezen. Freezen ist langweilig. Da hat sie ziemlich recht. Man kann es zwar machen, aber es ist schon ziemlich kacke. Vor allem gegen den Morgana. Das Einzige, was er hatte, das ist wirklich seine E. Mir jetzt schon BF Sword leisten. Da ist die Wahl. Ich gehe weg, ich kann mein BF Sword. Ja, die Irelia hat irgendwie ein Kack-Internet. Steht aber 0... Ach du Kacke, die steht 0-2. 2-0 Teemo. Irelia gegen Teemo sollte eigentlich gehen. Aber wenn die natürlich ständig die Disconnects hat. Die sollte mal versuchen, Top-Hand zu gehen. Ist zwar schwierig, aber... Man kann es hinkriegen. So. Astrid hat sich 2 Dorans. So, jetzt muss ich erstmal mit dem. Das ist bei ADC ist es bei mir immer so, wenn ich ein BF-Sword habe, muss ich mich erstmal wieder an den neuen Damage gewöhnen. Weil ich aber viel mehr Damage mache zum Last Hitten. Viel mehr Damage. Die macht gar keinen Damage. Der macht gar keinen Damage. Sorry. Ich könnte mal hier versuchen, ich lege hier mal eben eine Trap rein. Für ein bisschen Vision. Ein bisschen Vision. Alter. Ja, es ist natürlich. Sowas sollte man immer möglichst bevor man ein Game startet, nachgucken, auf irgendwelchen Internetseiten, ob man Hyping hat oder so. Vergesse ich zwar manchmal auch, hatte ich letztens auch, aber da haben wir das Game sogar noch gewonnen. Hatte ich. Easy. Tja, Mate. Au. Das war nicht so schön. Ja. Passt aber alles. Ich mach Hardcore-Schaden.
Asriel. Ich hoffe mal, das regelt sich bald mit dem Internet von der Irelia. Weil das wäre wirklich blöd, wenn nicht. So. Tower können wir weiter durchpushen. Der sollte weg sein. Wir sind hier Niederlee. Okay, Niederlee ist Niederlee. Syndra. Syndra ist natürlich ein. Ich hasse Syndra. Ist immer noch nicht Level 6. Jetzt. Ja. Also es läuft bisher. Wie viel brauche ich? 1650. Dann habe ich meinen Bloodthirster zusammen. Oh, da ist ein Asriel. Okay, Flash. Da ist die Vi. Die Morgana macht wirklich einen sehr, sehr schönen Job hier. Ich versuche da auch was zu machen. Eigentlich wollte ich jetzt noch nicht grooven. Ich gehe auch gleich wieder. Ach du Scheiße. Syndra steht 1-0. Alter Mann. Ich will nicht grooven. Ich wollte nur einmal Mitte gehen. Nö. Den Flash hättest du dir sparen können. Ah, jetzt groupen wir schon. Ich will nicht groupen. Wieso groupen wir jetzt? Ich gehe jetzt Botlane. Noch nicht groupen. Die Rhea kann nicht fahren, wenn die... Bisschen länger, ich verloren habe, das macht nichts. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen zu erzählen? Ja, die sind schon wieder am Flame. Ja. Da ist niemand. Schön. Der Ringer das eigentlich überlebt? Nee, oder? Nee. Ja, es ist natürlich scheiße, wenn die ganze Zeit jemand disconnected und reconnected. Aber wir können das auch so schaffen. Ja, lieber auf Hydra, das ist natürlich ganz toll. Man kann zwar Hydra bauen, aber es ist vor allem, wenn dann die Irelia AFK ist. Ich werde eigentlich immer noch nicht gut. Ich gehe jetzt einfach wieder Botlane.
Ja, da habe ich ihn ein bisschen untradet. Ich habe halt dieses Positioning, das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr praktisch. Wieso Troll? Wieso Disconnect? Das ist kein Troll. Wanna see a hat trick? Ezreal, was baut der denn für den Kack zusammen? Ich weiß nicht, was das wird. Let's investigate. Vision, ich brauche Vision auf den Typen. Ich weiß nicht, ist der low genug? Nee, ich weiß nicht, wo er ist. Der Rengar ist schon so ein ziemlicher Spast. Das ist wirklich so. Wieso denn? Wieso geht er da rein? Okay. So. Ah, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass wir ihn kriegen. Shit. Ich lass mich zu oft von Tower treffen. Alter, Timo ist gefeedet. Das ist ziemlich hart. Ich hab kein Mana mehr. Jetzt nicht so ganz das Beste, was die Syndra gerade gemacht hat, aber naja, ich muss halt back. Statics oder ja, erstmal hier die Berserker. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre für Statics. Ich mag das Item generell lieber. Phantom Dancer wäre halt die andere Möglichkeit gewesen. Ja, der Rengar Support baut voll auf Support, sehe ich hier ganz eindeutig. Er hat am Anfang ein Ward dabei, warum auch nicht. Ich muss hier runter, um zu deffen. Schnell daran. Boom. Headshot. Ach du Kacke, macht er einen Schaden. Beste, was ich machen konnte, noch eine Q rauszuhauen. Ach du Kacke, ist der gefeedet. Ja. GG. Irelia auf K. Botlane lief super. Lief einfach nur super. Alter, ist das unnormal. Nee. So nicht, Fräulein. Was die mit ihrem Troll hat, weiß ich auch nicht.
Ja, es ist natürlich kacke jetzt. Den Hyping hatte, das hatte ich natürlich auch schon mal. Aber es ist nicht ganz so schlimm wie beim AFK gehen. Schön gemacht. Momentan ist hier. Der S-Ray baut die größte Scheiße zusammen, ne? Muss ich auch mal sagen. Hextrinker. Dingens. Das fit. Da ist der Ringer und Schuld, das habe ich auch schon gesehen. Shit. Ja, Syndra ist 3-1. Die macht schon so einen harten Schaden. Und die pushen jetzt die Botlane noch durch. Wie sonst was. Want to see a hat trick? Alter, der ist einfach legendär, der Teemo. Legendary ist der Spast. Jeder mag, jeder hasst ihn. So, danke, dass ihr ihn gekriegt habt. Komm, wie überlebt das? Wir können es trotzdem schaffen, wenn wir den Teemo rechtzeitig rauskriegen. Durchgesniped. Sein Team ist ein bisschen komisch. Esriel hat 51 Farm. Syndra ist gar nicht so schlecht. Nur hier, der Rengar und der Esriel, die sind wirklich verdammt schlecht. Single Top Lane. Time for a shake down. I have the tools for the job. Do you have some Bambara? GG. Die Morgana hat einfach die Syndra über die Wall bekommen. Hey. Don't be caught flat-footed. Got in my sights. Teemo, Botlane. Split push, der muss der Lee Sin gleich mal hingehen irgendwie. Wir versuchen jetzt mal hier die Mitte durchzupushen. Ja, easy. Ja. Kacke. Rüstung haben die alle nicht wirklich, das heißt ich baue erstmal auf ein Banshees gegen diesen Kack-Teemo. Hier, der Teemo pusht uns alles weg, der Teemo macht Split-Push-Teemo, das ist richtig kacke. Ja, nice. Nice, Mann. Wanna see a hat-trick?
reicht natürlich nicht. Ja. Alter. Please. Ah, dann wird ich schon wieder gegrätscht. Erstmal deffen. Vielleicht haben wir ja Glück und die Geräte kommen irgendwann nochmal zurück. Hier steht 5-3, hab 194 Farben. Also ja, der Timo spielt gut. Die Sandra allerdings auch. Ja. Leise. Viel zu laut. So. Blopp. Schön. Komm schon, deftig Scheiße. Mann, ich habe mal ein vernünftiges Team bekommen und dann ist natürlich eine AFK. Das ist natürlich typisch. Komm schon, Mann, hör auf zu tryharden. Spast. Ich hasse es. Wieder schön 20 LP verloren. Nur wegen so einem Scheiß. Naja, würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.